Es ist jetzt 12.01 Uhr und das erwartet Sie in der kommenden Stunde hier bei uns in ORF 3 aktuell. In Kürze spreche ich mit der Generaldirektorin des Belvedere über die Wiedereröffnung der Museen am 8. Februar. Und Russland-Experte Gerhard Mangott spricht über den Fall Nawalny. Davor aber noch einmal zu unserem Thema des Tages, zu den geplanten Lockerungen. Kommenden Montag soll das Land also aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt werden. Und das, obwohl wir von der angepeilten 7-Tage-Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 EinwohnerInnen immer noch weit entfernt sind. Trotzdem sperren Schulen, Handel, FriseurInnen und Museen unter strengen Auflagen wieder auf. Restaurants, Bars, Hotels, Konzertsäle und Kinos bleiben weiterhin geschlossen, jedenfalls bis zum Ende des Monats. Nach den Semesterferien wird hier wieder Leben einziehen, und zwar in den Volksschulen voll und ganz. In den höheren Schulen soll in einem ausgeklügelten Blockbetrieb unterrichtet werden. Oberstufenschülerinnen und Schüler müssen FFP2-Masken tragen. Getestet wird überall, und zwar zweimal pro Woche. Wenn in einem Schichtbetrieb der Unterricht stattfindet, dann kommt der eine Teil der Klasse am Montag hinein, wird am Montag in der Früh getestet und hat am Montag und am Dienstag Präsenzunterricht, und der zweite Teil der Klasse kommt am Mittwoch hinein und hat am Mittwoch und am Donnerstag Unterricht. Die einen werden am Montag getestet, die anderen werden am Mittwoch getestet und sind dann jeweils 2 Tage in der Schule. Die Händler können die Türen zu ihren Geschäften am kommenden Montag wieder weit aufmachen. Aber auch hier gilt FFP2-Maskenpflicht und nur ein Kunde auf 20 Quadratmeter. Auch Friseure, Masseure und Fußpflegerinnen dürfen wieder arbeiten, aber die Kunden müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, nicht älter als 48 Stunden. Das bedeutet de facto auch, die Kundendichte zu halbieren. Das ist Sinn und Zweck dieser Übung, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Körpernahe Dienstleister, FFP2-Masken und Tests sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeiter und der Mitarbeiterin. Das ist doppelte Sicherheit. Die Öffnungsschritte wagt die Bundesregierung nun, obwohl klar ist, dass damit die Ansteckungszahlen nicht zurückgehen werden. FFP2-Masken und Abstandsregeln können viele Infektionen verhindern. Gewarnt wird aber vor ansteckenderen Virusvarianten. Zu dieser britischen Variante, die sich dadurch auszeichnet, dass sie infektiöser ist, aber nicht gefährlicher, gesellt sich eine südafrikanische und eine brasilianische, wobei die südafrikanische und die brasilianische sich dadurch auszeichnen, dass sie zwar auch nicht gefährlicher sind oder nicht krankheits- oder nicht verstärkend die Krankheit sind, aber sie entziehen sich ein wenig der Immunität. Also es könnte, und da gibt es mehr und mehr Hinweise, Reinfektionen mit diesen Varianten geben. Die Wirtschaftskammern begrüßen die Öffnungsschritte. Die SPÖ warnt vor dem Risiko einer dritten Welle. Die FPÖ sieht einen Anschlag auf Grund- und Freiheitsrechte. Die Landeshauptleute, heute eng in die Entscheidung der Bundesregierung eingebunden, formulieren Appelle. Aber ich möchte nicht verhehlen, dass insbesondere der Appell, auch die persönliche Verantwortung in den Mittelpunkt zu rücken, ganz wichtig ist. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis für jene Menschen, die in der Zeit, wo wir alle Ausgangsbeschränkungen haben, ihren Urlaub in Südafrika verbringen, um dort Golf zu spielen und unter Umständen eine Gefährdung mit ins Land bringen, die uneinschätzbar ist. Und mein Appell geht an die, die sich bisher gar nichts gepfiffen haben, jetzt einzusteigen, sich an diese Regeln zu halten, denn sonst könnten wir sehr viel schneller, als wir glauben, nicht weitere Lockerungen vornehmen, sondern müssten wieder Schritte zurückgehen. Verschärfungen soll es freilich auch geben. Bei der Einreise werden künftig auch Pendlerinnen und Pendler negative Corona-Tests vorweisen müssen. Die Organstrafmandate bei der Missachtung der Maskenpflicht sollen empfindlich teurer werden. Nachdem die